In Vorbereitung auf den Start stellen Sie sich bitte noch die Rücklehnen senkrecht. Öffnen Sie die Sonnenblenden und lassen Sie auch bitte die Tische wieder zurück. Vielen Dank. Your passengers are in preparation for takeoff. Please adjust the back of your seat into an upright position. Raise the window shades and stow away your tray table. Thank you. Wir pilgern. Begleitet uns auf dem Camino Francés, dem wohl bekanntesten Jakobsweg der Welt. Eine Reise mit Höhen und Tiefen, eine Reise, auf der wir tolle Menschen kennengelernt haben und eine Reise, die uns mehr als einmal an unsere Grenzen gebracht hat. Angekommen in Saint-Jean-Pied-de-Port bezogen wir unsere erste Unterkunft. Ich hatte von der Reise eine so starke Migräne, dass ich mich erstmal hinlegen musste. Tom und Chris nutzten auch die Möglichkeit, um noch einmal auszuruhen. So Leute, wir müssen hier gerade warten, weil Torben noch auf Toilette musste und wir ihn so ein bisschen verloren haben. Da kann ich euch mal ein bisschen erzählen, wie es gestern war. Also gestern der Flug mit Air France ein Abenteuer. Die haben nämlich auch mein Gepäck verdattelt und alles. Und ja, jetzt können wir aber endlich starten. Die erste Nacht war okay, ne? Hatte ganz schön Kopfschmerz. Ja, wir melden uns, wenn wir dann mal im nächsten Ort sind. Orison heißt der. In Saint-Jean-Pied-de-Port hatten wir uns noch etwas gestärkt. Lecker Kaffee und ein paar Croissants. Die ersten Kilometer liefen wirklich sehr gut, aber man merkte schon, dass die erste Etappe eine Herausforderung sein wird. Hallo, sag mal hallo. Nee. Hallo. Die erste Anhöhe ist geschafft. War auf jeden Fall gut anstrengend. Auf jeden Fall riesen Respekt an die älteren Herrschaften, die das hier laufen. Wahnsinn. Ist echt schon ein ganz schöner Hammer. Ich zeig euch das mal unten. Von da unten sind wir gekommen. Und deswegen finde ich auch unsere Schuhe geiler. Weil wenn du hier mit den anderen umknickst, bist du schon fertig. Ja. Du hast keinen Seiten, du brauchst halt Sowieso Stiefel. Jo, da geht's wieder hoch. Das war jetzt wirklich entspannt. Ja. Das war doch mal gut jetzt gerade. Ja. Kannst du deine Wasserflasche noch mal füllen? Ja, damit ich auch morgen für die Sache. Ja. So, ich glaube, wir haben jetzt fast alle Höhenmeter geschafft.
Da vorne ist eine Herde Schafe und der Chris, sag mal Moin. Genau. Und der Rolle. Moin! Wie man ihn kennt und liebt. Und hier die Landschaft. Wunderschön. Oh, also wir sind jetzt auch schon auf 1200 Höhenmeter ungefähr. Es geht voran. Es geht wieder bergauf. Na, du kleines Fohlen. Jo, schnuckelig. Mach ich denn jetzt? Hm? Ah, ich bin dumm. Ja, aber wieso? So, da bin ich wieder. Ach, wollt ihr wieder irgendwas mit dem Selfie-Stick aufnehmen? Ja, ich versuche gerade meinen zu verbinden. Und ich quatsche sie voll auf Englisch. Excuse me, can I sit here? Und sie guckt, wir kennen uns doch. Brille, Hut und hochgesteckte Haare sind mir ja völlig anders. Das ist ein anderer Mensch. Ja, aber wie wunderschön das hier ist, ne? Ja. Flieg doch mal irgendwo da drüber. Und film mal da ins Tal. Ich muss gleich nochmal links wechseln, Batterie. Achso. Weil ich glaube, wenn du da so rüberfliegst und so runterfilmst, das kommt, glaube ich, ganz geil. Bei mir sind es die Waden. Aber die merke ich tatsächlich. Bei mir sind es tatsächlich auch die Waden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke meine noch nicht. Aber ich merke meine schon. Vor allem so am Übergang zu den Kniekehlen. Jetzt habe ich auch wieder Netz. Sehr gut. Und hier, der Vogel ist auch wieder da. Der begleitet uns. Aber ist ja immerhin kein Geier. An dieser Stelle hatten wir etwa 20 Kilometer geschafft. Noch ahnten wir nichts davon, was noch auf uns zukommen würde. Oha, hier geht's aber runter. Ja. Ja. Ein bisschen gewölbt ist es schön hier. Die Natur, Alter, diese Bäume und so, wie die aussehen, richtig geil. Ja, und sind sogar nur Buchen. Hä? Sind sogar Buchen, die wachsen sogar bei uns in Deutschland. Ja, aber die sehen so merkwürdig aus. Ja, weil die hier in den Bergen wachsen, denke ich mal. Wenig Nährstoffe. Ja, die sehen echt mager aus, ne? Ja. Dieser lange Stamm, dann oben nur so ein bisschen so ein kahles Zeug dran. Ja, Mann. Hat aber was. Ja, das hat was, ja. Oha, hier geht's richtig runter. Da ist das schon ein Skelett da unten. Ja, so Knochen und so ein Gerippe. Okay. Aber nicht von den Menschen, glaube ich. Ja, sollte kein Mensch sein. Oh, und die Aussicht auch. Ja. Bin ja mal gespannt, wann die Wasserauffüllstation kommt. Was hast du gekommen? Wasserauffüllstation. Was ist damit? Wann die kommt? Ich dauere noch ein bisschen. Ach. Halbe. Ja. Diese Quelle. Ich hoffe, dass die Nacht nicht zu kalt wird, dass man im Zelt fast erfriert. Ja, das wäre blöd. Weil wir haben auch nur die dünnen NRF Schlafsäcke ja. Mit, die sind wirklich nicht für große, also... Ja, Minusgrade werden wir nicht haben. Unter 10 ist mit den Dingern auf jeden Fall unangenehm. Dann sollte man auf jeden Fall noch mal was anziehen. Ja. Also so eine Art, weiß ich, ein langes Oberteil oder so. Ja, oder ein Pullover oder so. Ja, genau. Irgendwas Warmes.
Schlafen, man sieht aber blau. Nee, also es ist wirklich eine gute Zeit gewesen. Hier so. Aber mein Magen knurrt übelst. Ja, ich habe auch echt Hunger. Ich habe richtig Hunger. Also heute könnte ich so eine Pizza wie du gestern. Ja. Ohne Probleme, Alter. Ich auch. Ja, gucken wir, wie gesagt. So langsam bekamen wir ordentlich Hunger. Das letzte richtige Essen hatten wir auf Kilometer 8 in Orison. Zwischendurch trafen wir zum Glück auf Julia und Katrin, die mit uns ein paar Nüsse und Obst teilten. Torben hatte aus Orison noch etwas Zucker in der Tasche, das ich dann pur zu mir nahm. Hoppala. So Leute, wie ihr sehen könnt, erste Station geschafft. Das Kloster hier in Roncesvalles. Ja, jetzt gucken wir mal noch, wo wir was essen. Dann geht es vielleicht noch weiter zum Campingplatz, weil es da wahrscheinlich eh nichts mehr an Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Hey Chris, sag mal hallo. Hallo. Das ist Chris sein Zelt. Da ist Torben sein Zelt. Da ist mein Zelt. Hey Leute. Wir sind jetzt auf dem Zeltplatz angekommen und haben jetzt 33 Kilometer gemacht, weil ja, als wir über die Pyrenäen gekommen sind, in 1400 Höhenmetern, war die Herberge dort, wo wir hätten unterkommen können nach, warte mal, 24 Kilometern oder sowas oder 25. Die wäre voll gewesen, naja, und wäre sowieso nur so Schlafsäle gewesen. Deswegen haben wir uns dann entschieden, zum nächsten Campingplatz zu laufen. Ja, das waren dann 33 Kilometer. Das reicht auch für heute. Jetzt haben wir ein bisschen Trefferaufnahme gemacht und ja, und sind echt durch, Alter. Alter, ich bin gehend. Ich glaube, ich habe mich in den Rollstuhl gelaufen. Das ist aber wirklich frisch jetzt. Ja. Alter, mir ist gerade arschkalt. Du hast doch eine kurze Hose an. Guck dir doch mal an. Ich hab das Gefühl, ich erfriere. Oh, du bist doch geistig gelähmt. Guck dir Torben und mich an. Ehrlich mal, hier Kapuzenpullover, lange Hose. Ich zieh mir jetzt direkt den Kälteschutz an. Weil ich kann so nicht schlafen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. In deinem Bundeswehr-Rucksack hält er das nicht? Das wird aber auch. Ja. Alter, der NRF-Rucksack ist nicht warm genug. Siehst du mal, der Schlafsack. Der Schlafsack. Ich schlafe in meinem Rucksack. Ey Jungs, ich schlafe heute in meinem Rucksack. Oh, hör auf, wie ein... Mein ich muss lachen, es tut weh.